Helle Huth. Support your local artists. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu der virtuelle Hut Support Your Local Artists aus dem Kulturhaus Lütz in Siegen. Heute begehen wir den Beginn der zweiten Staffel unserer Shows und dazu haben wir gleich zwei Bands eingeladen. Ab und zu werden den Auftakt machen, jetzt sofort und danach um 21.15 Uhr geht es weiter mit The Rogues from County Hell. Ja, meine Damen und Herren, Sie kennen unser Format, Sie wissen, was Sie hier erwartet. Sie können vor allen Dingen eins, Sie können mitmachen, Sie können klicken, Sie können Ihre Daumen hoch klicken auf Facebook, die Herzchen fliegen lassen und Sie können vor allen Dingen auch auf den Spenden-Button klicken, der sich im Livestream bei uns auf der Internetseite www.der-virtuelle-hut.de direkt unter dem Stream befindet. Sie können dort spenden für unsere Aktion Support Your Local Artists. Mit diesen Projekten wollen wir lokale Künstler wieder in Lohn und Brot bringen, auch jetzt in der Zeit des Kontaktverbots, der Zeit, wo eben noch keine regulären Veranstaltungen hier, leider auch nicht im Lütz, möglich sind. Meine Damen und Herren, deswegen wünsche ich mir, dass wir auch in der zweiten Staffel wieder so erfolgreich für diese Künstler sammeln, denn die Zeit des Kontaktverbots ist leider immer noch nicht zu Ende und deswegen sammeln wir weiter fleißig. Und ich meine, Sie werden heute Abend vor dem Fernseher oder vor Ihrem Tablet sitzen und für diese Show müssen Sie keinen Eintritt bezahlen, aber wenn man dann vergleicht, was Ihnen heute geboten wird, können Sie natürlich dann sich überlegen, ob Sie vielleicht für ein paar Euro ein solches virtuelles Ticket erstehen wollen. Kommen wir nun zu der ersten Band des heutigen Abends. Es sind Nathalie und Marion Puchel zusammen mit Matthias Ebert. Seit 5 Jahren gibt es diese Formation nun und da sie sich eigentlich nur ab und zu mal getroffen haben, um zusammen zu musizieren, war das dann auch Ausschlag für den Namen. Ab und zu hören wir jetzt mit schönen Folk-Covern, neu arrangiert, mit Geige, Bratsche, Gitarre und Gesang. Und ja, wir haben gesagt, das ist ein richtiges Wohnzimmerkonzert und wir freuen uns, dass Sie heute in unser Wohnzimmer hier gekommen sind und hoffentlich auch in Ihren Wohnzimmern. Viel Spaß mit Ab und zu. So, hallo da draußen an den Bildschirmen, Tablets, Handys, was auch immer ihr in der Hand habt. Zu Ab und zu muss ich nichts mehr sagen, das hat er toll gemacht, er hat uns also ganz toll angekündigt. Für uns auch eine ganz besondere Situation. Wir sitzen hier in diesem Lütz und gucken in so eine Art schwarzes Loch. Das heißt also, hier ist wirklich niemand oder fast niemand. Und das ist, wenn man so Musik macht, lebt man ja eigentlich so ein bisschen von den Emotionen, die einem die Leute ja, entgegenbringen. Ich glaube aber, dass wir das gemeinsam total gut hinkriegen, weil wir haben ja so eine ganz spezielle Art, eure Vibrations aufzunehmen. Das heißt also, wenn ihr zu Hause seid und seid gut drauf, ist man ein bisschen anders. Wenn wir sonst spielen, habt ihr alle meistens ein Glas Bier in der Hand und ja, das führt alleine schon dazu, dass die Leute fröhlicher sind. Das kriegt aber auch so hin. Ihr müsst euch jetzt alle mal entspannen und wir haben euch so ein bisschen ein Set zusammengebastelt für die nächsten 45 Minuten, wo so ein bisschen für jeden was drin ist und so ein Spektrum unserer Musik bietet. Und ich glaube, ihr könnt trotzdem viel Spaß dabei haben. Lehnt euch zurück. Ihr könnt ja auch auf dem Sofa liegen oder sonst irgendwas tun. Nee, sonst irgendwas tun nicht. Ihr sollt uns zuhören. Und wir fangen jetzt mit dem ersten Lied an. Und das Lied heißt, passt ganz gut in die Zeit, der Titel. Das Stück heißt Freedom. Und jetzt muss ich erst mein Kapo nehmen. Sonst kriege ich hier ganz viel Ärger. Pressure the break and retreat.
how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it will take everything I am. Well, I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it will take everything. So moving tight, I try to walk around in its own someplace of family. Trying to get up as it's starving is strong. It's gotta be the wind in my bone. I've been looking for freedom, looking for freedom. Everything I have, well, I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it, take everything I have. All I'm giving up has always been high, so high, but if I do the things the easy way, I won't get far. Me, good things are coming. They ain't gotta not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it. This is everything I have. Well, I'm looking for freedom. Everything may take everything. May take everything. I have Freedom für euch in den Wohnzimmern, auf den Terrassen oder wo auch immer ihr sitzt. Und als nächstes. Ich muss noch was einschieben. Ihr könnt natürlich eure Emotionen auch mitteilen. Es gibt ja sowas wie eine Chat-Funktion. Und immer wenn ihr seht, dass ich mich hier so ein bisschen bücke und mache irgendwas, dann gucke ich auch ab und zu mal. Hier gibt es einen Mensch, der den Chat total gut steuert und das Wichtigste zusammenfügt und gibt uns dann auch mal eine Notiz. Also wenn ihr irgendwas gut findet, das Schlechte könnt ihr für euch behalten, dann könnt ihr uns gerne was schicken. Was auch immer. Ihr könnt schöne Grüße schicken oder ihr könnt uns schicken, wir sollen euch mal grüßen, machen wir natürlich auch. Und wir machen mit dem nächsten Lied gleich weiter in dieser Serie, die gut in die Zeit passt sozusagen. Eine ganze Menge Menschen vermissen eine ganze Menge anderer Menschen in dieser Zeit, weil sie nicht sehen können. Kinder können ihre Oma nicht sehen, ihren Opa nicht sehen. Oder ganze Familien sehen sich nicht, weil sie eben Rücksicht aufeinander nehmen und Abstand halten. Was ja auch in dieser Zeit alles richtig ist. Und nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Menge Menschen, die sich vermissen, und für die ist jetzt das Lied. Thank you.
closer. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell the green field from a cozy rail, a smile from a whale? Do you think you can tell? Did they get you a trail? For hair eyes, for ghosts, but ashes for trees, but air from a cold breeze, cold comfort for chain. Did you exchange a walk on pine in a wall, a leaker in a chain? Ja, Wish You Were Here, für die, die sich vermissen. Macht in der Zeit übrigens auch mal Sinn, wenn man es den Menschen sagt, die man nicht sehen kann, dass man sagt, echt Mist, dass wir uns nicht sehen können. Ich habe jetzt was ganz Interessantes gelesen, und zwar habe ich eine 10-jährige Tochter, die hat eine 10-jährige Freundin, und da sie sich nicht sehen können, schreiben sie sich Briefe. Jetzt ist wieder so ein Brief angekommen, da stand drauf, ich vermisse dich sehr,
also an meine Tochter. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Guck mal raus, die Vöglein zwitschern, die Welt ist ganz klar, kaum Autos, kaum Flugzeuge. Ist doch auch schön. 10-jähriges Kind. Kann man auch mal drüber nachdenken, was das eine für einen Vorteil und das andere für einen Nachteil hat. Der große Nachteil ist aber, dass das, was hier stattfindet, das ist kein Nachteil, sondern dass das nicht mit Publikum stattfinden kann. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die von der Musik leben. Wir gehören nicht dazu. Wir machen das aus Spaß, als Hobby mehr oder weniger. Und für die ist es ganz wichtig, dass diese Menschen Unterstützung erfahren, weil irgendwann ist Corona vorbei. Und dann wollen wir natürlich auch wieder eine Kulturszene haben und Menschen, die Musik machen. Und um das zu erhalten, macht es vielleicht auch Sinn, ab und zu mal hier so eine kleine Spende loszulassen. Die Menschen freuen sich drüber. Dankeschön dafür. Ja, und dann wird ja immer, jeden Tag hört man viel von Alltagshelden. Die Gruppe wird immer verkleinert und mal wieder vergrößert. Inzwischen wird sie immer vergrößert. Für uns sind so die Alltagshelden die Menschen, die insbesondere in der Pflege tätig sind. Das sind so die Alltagshelden. Feuerwehrmänner und Polizisten zählen auch immer dazu. Schönen Gruß an Steffen. Hallo Steffen. Steffen hört uns garantiert zu. Der hat Dienst. Ja, und für diese Alltagshelden spielen wir jetzt mal ein Lied. Wie kann das Stück anders heißen? Heroes. I wish I could swim like dolphin, like dolphins can swim. So nothing will keep us together. We can be damned forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. We can be heroes. We can be heroes.
can be heroes. Ja, für alle Alltagshelden und die, die es noch werden wollen. Heroes. So, ich gucke jetzt mal auf mein Handy, ob einer was geschrieben hat. Mal schauen. Ja, jetzt muss ich hier gucken bei Hut. Hut. Textnachricht aus dem Zuhörbereich. Die Geigerin ist toll, da meinte ich. Liebste Grüße von den Hurricane-Mädels. Ja, liebste Grüße zurück, wer auch, immer das, wer auch immer das ist. Da ist ein BH bei, schmeiß ich den sonst auf die Bühne. Ja, das haben wir jetzt verpasst. Der Steffen schreibt, wir sehen euch, ich bin bei euch, weiße Pferde. Ja, weiße Pferde gibt es heute nicht. 200 Leute gucken uns ungefähr zu, das ist total schön. Vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Sehr coole Version, ja, vielen Dank. Gut, machen wir weiter damit. Ja, vielen Dank für die netten Grüße. Als nächstes spielen wir so ein Lied. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das akustisch macht, aber wir machen das mal. Ihr werdet es erkennen. Is there anybody out there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on now. Are you feeling down? When I can ease your pain, you feel it on again. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me when it hurts? There is no pain, you are receding. But I can hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands was just like two balloons. I've got the feeling once again. I can explain, you could not. Comfortably know.
what you're saying. When I was a child, I had the fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it all. The child is grown, the dream is gone. And I have become comfortably numb. Comfortably numb. Ein ganz besonderes Gefühl. So, ja, darf natürlich nicht fehlen. Wir haben ja immer versucht, immer ein Lied zu finden, was auch eine Aussage hat. Es geht selten um nur Liebe und Heiterkeit. Meistens steckt eine versteckte Message drin. Das nächste Lied ist schon ein bisschen älter, aber eigentlich aktueller denn je. Es gibt ja in Amerika so einen Mensch mit einer total tollen Föhnfrisur, der, ich glaube, alles kann. Der macht Lahme sehend und Blinde gehend sozusagen. Und das Stück, was wir jetzt spielen, heißt Dear Mr. President. Cry.
Dear Mr. President, were you a lonely boy? Were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. What kind of father will take his own daughter's rights away? What kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first lady has to say. You come a long, long way from whiskey. Dream when a mother has no chance to say goodbye. How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye? Let me tell you about hard work, minimum wage with a baby on a way. Let me tell you about hard work. Rebuilding your house up in the bombs, take them away. Let me tell you about hard work. Building a bed over the cardboard box. Let me tell you about hard work. Hard work, hard work. You don't know nothing about hard work. Hard work, hard work. Dear Mr. President, you'd never take a walk with me. Would you? Ja, das Lied über den Präsidenten. So, unser nächstes Stück. Ich habe ja eben noch damit geprahlt, dass wir nur Stücke machen mit Aussage. Jetzt kommt mal eins, da könnt ihr die suchen. Das macht total Spaß. Viele von den Mädels, wir spielen ja oftmals so in der Gastronomie. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch nicht. Schöne Grüße an den André. Hallo André. Und für den machen wir jetzt mal das Lied. Der trommelt schon mal mit uns in seiner Gastronomie, in der Fleckerei in Freudenberg. Und ja, für den machen wir jetzt das Lied. Und ja gut, das ist ein Gedicht, was man, in der DDR war das früher so, man durfte ja keine kritischen Texte machen, also hat man einfach irgendein Gedicht genommen und hat das vertont. Das macht im Gesamtzusammenhang unter Umständen jetzt nicht viel Sinn, aber man kann natürlich, wenn man eine poetische Ader hat, kann man da natürlich eine Menge rauslesen. Und ja, und normalerweise bei dem Lied tanzen immer alle. Insofern hoch von dem Sofa, raus aus dem Sessel, den Wohnzimmertisch ein Stück zurückschieben. Jetzt hast du die Erdnüsse runtergeschmissen, noch ein Stück zurück. Jetzt habt ihr Platz und jetzt fangen wir an. Klatschen.
wissen, dieses bleibt für immer. Ist nicht Rausch, der schon die Nacht verklagt. Ist nicht Farbenschmelz, doch Kerzenschimmer. Von dem Grau des Morgens längst verjagt. Mal fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist mein und es ist nur durch euch. Ich die Stirne mehr am Fenster kühlen. Kann ein Nebel schwer vorüberstrehen. City am Fenster.
Ich hoffe, ihr habt alle getanzt. Ihr könnt euch jetzt wieder setzen und was trinken. So, wir kommen zum letzten Stück. Aber ich glaube, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wahrscheinlich wirklich zum letzten Stück. Ja, irgendwann werden wir mal sagen, wir waren damals im Lütz. Und ihr werdet mal irgendwann sagen, wir haben damals ein Konzert gesehen, da waren keine Zuschauer. Und wir werden uns daran erinnern, weißt du noch damals, viele werden sich das gar nicht vorstellen können, die dann so nachwachsende Generationen sind. Aber es ist so, wir werden uns daran erinnern. Und deswegen heißt das Stück I Remember. First time that I saw your head around the door, 'cause mine stopped working. I remember it well, there was wet in your hair. I was stood in your chair and time stopped moving. Won't you hear tonight? Won't you hear? 'Cause I can't believe what I found. Won't you hear tonight? Won't you hear? 'Cause nothing is taking me down, 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 down. I remember it well. It out of the storm to watch you perform. I'm still leaving. I remember it well. I was stood in your light, and your mouth, your mouth, your mouth. Won't you hear tonight? Won't you hear? 'Cause I can't believe what I found. Won't you hear tonight? Won't you hear? 'Cause nothing is taking me down, 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 except my love, my love. Diving was, I hope that its energy goes at a cost to remove in a stain of a love. The paper mache, yeah, 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 yeah. Come on, reborn, blow up my horn. I'm driving real hard. This is love, this is porn. I, God forgive me, but I whip myself with its curse, curse, curse. I wanna hear what you have to say about me here, and it's wrong to say about. I wanna hear what you want. And remember December, remember December, remember December, remember December. I wanna hear what you wanna say about me here, and I'm looking forward now. I wanna hear what you want. Remember December, remember December, remember December. Thank you.
love, 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 I Remember war unser letztes Lied für heute Abend. Oh, da gibt es einen, ich glaube, der macht so Technik da oben, der sagt Zugabe. Okay, ein schnelles spielen wir noch. Wir machen ja auch schon mal so ein bisschen, naja, nicht so wie die, die jetzt nach uns kommen, also so jetzt nicht, aber wir machen auch schon mal so ein bisschen Irish Folk, also werden wir uns damit verabschieden mit einem Reel. Das Stück heißt Coolies. Los geht's! Vielen Dank, das war Ab und Zu. Schöne Grüße noch an Mini Grümmel. Und die Hurricane Mädels. Und die Hurricane Mädels. Und keine Ahnung.
An alle, die uns zugehört haben, vielen Dank und drückt mal auf die Taste dabei PayPal, wenn ihr könnt. Wunderbar, vielen, vielen Dank ab und zu. Das war wirklich toll. Viele Helden haben wir gehört, Pink Floyd, David Bowie war viel dabei, auch zum Mitsingen. Sehr coole Band, kam gerade eben noch in meinen Nachrichten an. Ganz toll, habt das gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Wir machen jetzt eine kleine Umbaupause, aber nicht nur hier, sondern auch in Ihren Wohnzimmern sollte jetzt umgebaut werden, denn gleich kommen The Rogues from County Hell. Bis gleich. Um 21.15 Uhr geht's hier weiter.
Meine Damen und Herren, wunderbar. Ab und zu hat uns gerade in die richtige Stimmung versetzt. Ich hoffe, Sie haben die Umbaupause genauso genutzt wie wir hier. Also jetzt kommt nämlich The Rogues from the County Hell. Und da haben Sie besser viel Platz in Ihrem Wohnzimmer, in der Küche oder wo auch immer. Denn jetzt kann gleich gehüpft und getanzt werden. Ich möchte die Gelegenheit vorher noch nutzen, nochmal ein bisschen auf unsere Spendenpraxis auch aufmerksam zu machen. Wir werden häufig gefragt, ja, wohin gehen denn jetzt die Spenden? Was passiert denn damit? Und ja, wir werden diese Spenden, wir sind mittlerweile ein eingetragener Verein und wollen diese Spenden langfristig dafür nutzen, um Künstler, lokale Künstler hier aus Siegen-Wittgenstein in Lohn und Brot zu bringen. Das heißt, wieder Veranstaltungen zu machen, wie diese hier und auch andere, hoffentlich irgendwann auch wieder mit Publikum, damit wir die Künstler hier über die Krise retten können. Und so wie der Matthias Eberts das eben so schön gesagt hat, wir wollen alle, nachdem das Ganze vorbei ist, ja wieder Kunst und Kultur auch hier in diesen Sälen genießen. Und dafür wollen wir diese Spenden verwenden. Und sämtliche Bands der ersten Staffel und auch heute Abend haben keine Gage bekommen, haben auch davon keine Spenden bekommen, sondern haben teilweise noch selber Spenden abgegeben. Und von daher vielen, vielen Dank an diese Unterstützer der ersten Stunde, wie eben Ab und Zu und jetzt The Rogues from County Hell. Und The Rogues from County Hell sind seit 11 Jahren unterwegs und auf Festivalbühnen, in Kneipen, in Clubs unterwegs und machen richtig rockigen, punkigen Irish Folk. Und ja, da darf jetzt viel gepokt werden, gehüpft werden. Und ich wünsche unheimlich viel Spaß bei The Rogues from County Hell. Sich zeigen, das Lütz ist ausverkauft. Ausverkauft. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Draußen vor der Tür ist ein Getümmel. Wir konnten die Leute nicht mehr reinlassen. Deshalb haben wir heute die Chance genutzt, 2, 3 Kameraleute einzuladen, um die ganze Show hier heute für euch auch in die Welt zu tragen. Wir haben immer gedacht, das Lütz ist zu klein. Das Lütz ist nicht zu klein. Wir sind viel zu groß für das Lütz. Das Lütz ist ausverkauft. Die Stadt Siegen ist ausgebrannt. Alle sitzen vor den Fernsehern, vor den PCs, vor den Laptops, vor den Handys, um unsere Show zu sehen. Wir freuen uns, hier zu sein. Wir werden eine 3/4 Stunde hier richtig Gas geben. Schmeißt eure Sofas raus. Schmeißt die Tische raus. Schmeißt auch alles raus, was irgendwie kaputt gehen kann. Und fangt an zu pogen. Denn jetzt gleich geht's hier absolut zur Sache. Well, streams are whiskey, I'll go. Well, streams.
Dankeschön! Mensch! Warum ich hier ab und zu so komisch rumlaufe, ist, ich habe hier unbedingt 1,50 Meter Abstand zu halten. Das fällt mir schwer. Ich werde es versuchen. So, man hat mir hier ein Tablet hingepackt und ich sehe alle eure Posts und Streams und Messages und so weiter. Und ich möchte, dass ihr richtig Alarm schlagt, dass ihr richtig viel postet, dass ihr richtig was zeigt, dass ihr zeigt, dass wir natürlich die absolut allergeilste Streaming-Band sind, die im Moment in der Corona-Zeit irgendwie am Start ist. Also postet, was das Zeug hält, macht Fotos, wie ihr eure Sofas aus dem Fenster schmeißt oder euer Zeug aus dem Wohnzimmer räumt und postet die Bilder auf unsere Facebook-Seite. The Rogues, Facebook, The Rogue findet ihr irgendwie, weil das geht über die Livestreaming-Sache, glaube ich, nicht. Also Fotos bitte über unsere Facebook-Seite posten, dass ihr euer Wohnzimmer rausgeräumt habt. Dann habt ihr auf jeden Fall jetzt Blatt genug, um weiter zu pokern. Explodiert. Hier wird gepostet ohne Ende. Astrein, ich muss gleich mal schauen, was da alles passiert. Ich will mal kurz wissen, wer guckt denn hier überhaupt, sagen wir mal, aus Breitenbach, dem schönsten Dorf im Siegerland, zu? Da könnt ihr mal schön posten, wer alles aus Breitenbach zuschaut. Ganz sicher werden das die meisten sein. Vielleicht, das sind nicht viele. Breitnase, das sind viele. So, sagen wir mal, Breitenbach fängt mal an. Ja, da wollen wir mal sehen. Und der Ralf wird mir da gleich irgendwas runterposten. Wollen wir mal sehen, wie viele Leute aus Breitenbach jetzt schon mal irgendwie gezeigt haben, dass sie zugucken. So, der nächste Song.
Ist ein schöner Song. Okay, Feuerzeug an. Möbel raus. Pyrotechnik. Have you ever walked the lonesome hill? Hear the curlew's cry. See the raven black as night hover on the wind's wet sky. To walk the purple heather and hear the west wind cry. To know that's where the rapparee must die. Oh, she's cool, we'll put us backward. Don't give her a lonely lie. Took a mouse of a confession. Temporary mountain climb. Rumble made with iron. We're not afraid to die. Fight with Gaelic on a hell on high. A curse upon the overcomer, who raped the motherland. I hope you run down and help the horror that you sent. All his hearts stayed for fathers, rebel there will rise. You're not coming on, people here tonight. What's that you mean? I like to speak to a rapparee by name and DJ Sadly. Just possessed and slaughter up with a price up on his head. His name is known in silent story. DJ legend still, oh, when murder thought that money was the young man on the hill. Well, you're up the horns and fortune, he drove them from the land. Trying to make us burn, but you'll never understand. But the melody of your own Ireland that was taught about her will. As long as they ever get there, I got it on the hill. Curse upon you, you'll come on, who raped your motherland. I hope you run down and help the horror that you set. All this fox in for fathers, rule them and let rise. So come on, they're burning out tonight. Wie sieht's aus? Sind die Wohnzimmer leer? Habt ihr euch schon verausgabt? Habt ihr euch ein Guinness oder ein Whisky aufgemacht? Und erinnert ihr euch an Konzerte mit euch? Mit uns? Mit euch? Mit euch! Wir erinnern uns an Konzerte mit euch. Wir haben dieses Jahr noch gar nicht gespielt, glaube ich. Wir hatten ein paar Gigs gespielt, ein paar schöne Gigs im Vortex. Wir hatten auch einen schönen Gig in nächste Woche für 40 Jahre VEB gespielt. 40 Jahre Kultur durchs VEB in Siegen, das muss man auch mal gleich sagen, dürfen, können, müssen. Ganz wichtiger Laden für uns auch, wo wir schon mal Unplugged gespielt haben und wo wir auch dieses Jahr wieder gespielt hätten. Und da ist irgendwie die ganze 40-Jahr-Feier den Bach runtergegangen, genauso wie Kultur pur, wie unsere St. Paddy's Day Night im Vortex und das Freak Belly Festival und Herzberg Festival. Und alles fällt irgendwie den Bach runter. Und deshalb sind wir für euch hier aber am Start und schwitzen und tanzen und machen. Und ihr habt jetzt die Chance, zu Hause wirklich richtig mitzumachen. Habe ich schon gesagt, macht das. Und wir wollen sehen, was ihr tut. Postet uns. Ich glaube, wir müssen mittlerweile Englisch. Wir haben, glaube ich, ganz viele Leute aus Amerika. Wir haben das irgendwie gepostet auf der Dropkick Murphys Seite. Das heißt, wir haben richtig weltweit ihr Alarm. Das ist richtig cool. Deshalb zeigt, dass das Siegerland irgendwie auch, dass das Internet und das Social Media irgendwie im Siegerland angekommen ist. Wir sind da ganz weit vorne. Also zeigt, was ihr könnt. So, Breitenbach, 17 Leute gucken zu aus Breitenbach. 4 wohnen bei mir zu Hause. So, das ist schon mal gut. So, so ich würde mal sagen, so, was ist denn, wir bleiben wirklich in der Stadt. Was ist denn, sagen wir mal, wir gehen mal jetzt nach. Ich guck mal eben ein bisschen rum. Wir gehen jetzt mal nach Gosenbach. Gosenbach. So, alles, was aus Gosenbach zuguckt, postet jetzt während des nächsten Songs. We'll be right back.
Texas landing stage, River Mercy, fall there well. I am bound to California, that's a place that I know right well. So fare thee well, my old true love, and I turn in night and we will be. Stop the meaning of little Buddha, that craving me, but be not a little thing of me. Well, I think was born years long before, and I know I will him well. They were bound to see me, can't get along, but he is sure in hell. So fare thee well, my old true love, and I tell you night and we will be. Stop the meaning of little Buddha, that craving me, but be not a little thing of me. United we will be. It's not the leaving of Liverpool that's screaming me, but be darling when I think of these. So fare thee well, my old true love, when I turn United we will be. It's not the leaving of Liverpool that's screaming me, but be darling when I think of these. But be darling when I think of these. Hey, super, ihr habt mitgesungen. So muss das sein. So muss das sein. Spitze. So, wir waren in Gosenbach. Drei. Es waren nur drei. Ein bisschen wenig aus Gosenbach. Dann gehen wir mal nach Siegen. Also, Siegenstadt, bitte, sagen wir mal. Ja, Siegen, nicht Weidenau. Nicht etwa Weidenau oder Kahn-Marienborn oder unterm Hä, das kommt gleich noch. Nein, nein, nein. Ja, ist klar. Siegen, Siegen City, ja? Wer guckt aus Siegen zu? Sagen wir mal so. Wer guckt aus Siegen zu? Und? Siegenstadt. Nein. Nein, wer guckt aus Siegen zu und arbeitet bei der AWO? So, wie ich und der Michael. So, ja, also genau, deshalb Gruß an beide unsere Kollegen. Ich glaube, da gucken viele zu, weil der Jens hat das gepostet. Danke, danke für eure Arbeit. So, ganz kurz, der Matthias hat auch der Feuerwehr gedankt, dann kann ich den Kollegen von der AWO auch danken. Ihr seid die Geilsten, ihr seid die Besten, wir machen das richtig gut gerade in dieser Zeit. Also, postet bitte, wenn ihr aus Siegen seid und bei der Arbeiterwohlfahrt arbeitet. Das ist der nächste Song für euch. We have been pitched down in the countdown one morning last July. From a boring green company, her smile to pass me by. She looks so sweet, coming to their feet, that the she never had proud me. Since crossing now, I'd check myself to make sure I was happening there. From Battery Bay on a Derry Cave, going to Dublin Town. No way I see like sweet Collie that I met in the county town. She always bears, she has pushed my head, and I look with a feeling rear. In a sense, as I to a passerby, it was a maid with a knock. Sweet Collie that I met in the county down. I was fit, I'm surely there, and I dress in my Sunday clothes. With my shoes shone right and my head cop right for a smile on a proud rose. No pipe I'll smoke, no hustle yoke. My blood burns red, colored brown. Till it's smiling bright by my own high sights at the star of a county down. From Bedgie Bay on a Derry Cave, going in Dublin town. No maid I see like sweet Collie that I met in the county down. From Bedgie Bay on a Derry Cave, going.
like sweet Colleen. That I'm mad in the county down. Okay, South Carolina, guck zu. South Carolina. Very welcome. Very welcome. We're proud to play for this great land. What you, is it richtig? Great. With that fucking man in the... Yeah. Genau. State, yeah. State of South Carolina. State of South Carolina. Thank you very much for looking. You have ein bisschen Pech mit eurem ersten Mann da oben, aber gut. Das Wenn man mal das Virus braucht, dann, tja, na gut. Belgien habe ich gesehen. Belgien, ja. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Le pantalon c'est trop cher. Die Hose ist zu lang, glaube ich. Je m'appelle Maria Schell. Also, viele Grüße nach Belgien. Ferndorf. Ja, Ferndorf. Und Bürbach. So, dann will ich mal noch mal ein bisschen mehr hören. Wer guckt denn noch aus anderen Bereichen des Siegerlandes zu? Also bleiben wir erstmal im Siegerland. Also schreibt mal bitte, aus welcher Ecke des Siegerlandes ihr gerade den Stream beobachtet, seht. Und schreibt vor allen Dingen, ob ihr Spaß habt. Also ich sehe auf jeden Fall hier schon Leute, die haben geschrieben, sie hätten ein Bild geschickt, aber geht nicht. Deshalb schreiben sie tanzen auf der Terrasse. So muss das sein. Ist, glaube ich, noch hell draußen. Also tanzt auf der Terrasse. Wenn ihr schon nicht das Sofa rausschmeißt, dann geht ihr einfach raus. Genau, das wäre eigentlich ideal. Lasst das Sofa drin und geht raus und nehmt was mit, wo wir uns sehen können. Also, die nächste Song ist was zum, wurde mal gesagt, in den 80er Jahren, zum Schwufen. Das ist auch das einzige langsame Stück, was wir machen. There was no pair of brown eyes waiting for me. And I roam, and I roam, and I roam, and I go for a pair of brown eyes. I looked at him, he looked at me, all I could do. And I roam, and I roam, and I roam.
rove and I rove and I rove and I go. A rove and I rove and I rove and I go. A rove and I rove and I rove and I go. For a pair of brown eyes. For a pair of brown eyes. And I rove and I rove and I rove and I go. A rove and I rove and I rove and I go. A rove and I rove and I rove and I go. For a pair of brown eyes. For a pair of brown eyes. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben hier Kameras, die haben Ton, die bringen Ton zurück. Das ist hier ein Lärm. Hammerhart, total geil, super geil. Das ist spitze, ihr macht richtig cool mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mimi, Mimi. Ja, ich muss mal meine Tochter nehmen. Mimi auf jeden Fall, den Mats, Mika, Tina. Eigentlich wollte ich, am Anfang wollte ich, also unser erstes oder zweites Konzert gespielt haben, das ist auch direkt live mitgeschnitten worden, da habe ich direkt unser erstes Song falsch angesagt. Nicht Streams of Whiskey, sondern, und jetzt für dich, Michael Mitte, Streams for Whiskey. So, Michael Mitte, mein Kollege, der war erster, einer der ersten Fans von uns und dem habe ich erzählt, dass wir die Band gegründet haben und so weiter und so fort und dann gerade im Konzert und ja, ja, der kennt die Geschichte mit dem, ist völlig uninteressant, ich weiß. Ich muss aber Luft holen. Völlig uninteressant. Also, genau, Michael, guckst du zu? Guckst du? Musst du hier posten, weißt du? Alles klar. So, dann sagen wir jetzt Greenland Whale Fisheries. In 1846 on March the 18th day, we host your cows to the top of the mat. For Greenland sailed away, brave boys, and for Greenland sailed away. Look out in the cross instant, the spikeless in his hand. As a whale, and a whale fishes cry. And she blows at every spawn, brave boys, and she blows at every spawn. The captain stood on the quarter deck, the ice was in his eye. Overhaul, overhaul, and your chip seems full. And you put new boats to sea, brave boys. And you put new boats to sea. A hollow shook on the line, play out with a single flourish off his tail. He could price the boat, and we lost five men. And we did not catch that way, brave boys. And we did. Greenland Whale Fisheries. So, ich habe dem Xiaomi verboten, barfuß zu spielen. Kann man da die Kamera irgendwie draufpacken? Das hat nicht geklappt. Weil das ist eigentlich nur dem Horst, wenn er Ewald, Kurt, Viktor, Bernhard vorbehalten, der bei uns viele Jahre gespielt hat. Hotte, ich weiß, du guckst zu. Wir vermissen dich auch. Aber der Xiaomi irgendwie, ich habe ihm gesagt, er darf nicht barfuß spielen, weil das nur du darfst. Und auch nur du geil aussiehst ohne Schuhe. Aber der Xiaomi, dem ist scheißegal, was ich mache, was ich sage. Der hat das einfach gemacht. Nun gut, am Akkordeon. Achso, ja, das wollte ich noch machen. Also, er ist relativ unbekannt. So, man kennt ihn kaum. Mich würde interessieren von euch Zuschauern. Jetzt gucke ich schon wieder. Ich gucke an der Kamera vorbei. Man hat mir gesagt, guck in die Kamera. Genau, also ich gucke zu euch. Mich würde interessieren, wer den Xiaomi kennt. Es können nicht viele sein. Also, wer den Xiaomi kennt, postet bitte. Ich kenne den Xiaomi.
das würde den Xiaomi freuen, weil der hat kaum Freunde. Der ist hier geboren in der Stadt und irgendwie ist dem, keiner ist dem Xiaomi aufgefallen. So, also, das ist ganz schrecklich. Deshalb wäre es schön, wenn wenigstens ein paar Leute schreiben würden, dass sie den Dirk, den Xiaomi kennen. Nur das würde uns freuen. So, ja. Habt ihr so zwei Lieder, habt ihr Zeit? Genau, also gerne postet, wer den Xiaomi kennt. So, genau, in dieser Dirty Old Town. Das ist eine geile Ansage, oder? Try to wake up early in the morning. Hooray,
von dir steht hier. Schau mich, du geile Sau. Du geiler Parkplatzeinweiser. Steht hier. Ja, du stehst hier. Hier will ein Kind von dir. Oh wei, oh wei. Oh wei. So, wir sind in Maiswinkel, wir sind in Eiserfeld, wir sind in Siegen, wir sind in Nepf, wir sind in Wilsdorf. Wir sind im Wittgenstein. Wir sind in Erndebrück. Das ist doch Wittgenstein. Ah, wir sind in Kahn, Kahn-Marienborn. Kahn, Marienborn und unterm H, unterm Hä, das sind ja nur drei Ortschaften. Ja, dass das klar ist. Also es ist nicht Kahn, Marienborn und dazu gehört Hain, unterm Hain, sondern unterm Hain. Kahn, Marienborn sind drei Ortschaften eigentlich mal gewesen. So, dann haben wir hier noch Mexiko. Mexiko? Mexiko. Mexiko? Wir haben das Sauerland, wir haben den Schwarzwald. So, Moment. Ah, Xiaomi, Legende aus Meierzeiten. Ja, könnte sein. Ich bin mindestens 10-mal wegen dem Penner nicht ins Meier gekommen, weil der mich nicht reingelassen hat. Moin! Moin! Du kommst nicht rein! Du blöder Penner! Ah, Christina Berner. Achso, also, ja, unter Christina, also meine Frau. Xiaomi, wir kennen dich, haben dich lieb. Das kommt vom Sonnenhof. Vom Sonnenhof, da ist die Kamera, wo du reingucken musst, du Rindvieh. Genau, so. Also geht hier zur Sache ohne Ende. Hier sprengt alles Seligenstadt. Wir haben Leute aus Seligenstadt, das war klar. So, bla bla bla. Geile Show. Haben keine Möbel mehr. Geile Show, haben keine Möbel mehr. So, das ist gut. So muss das sein. Also, postet bitte weiter. Ja, ich mach mal keine Ansage. Ja, ich muss das überlegen. Waren Sie ohne mich. Sehr gut. So, die nächste Ansprache ist, ich habe gerade gesehen, 84.000 Menschen kennen den Xiaomi. 84.000 Menschen. Jetzt möchte ich, das mache ich jetzt andersrum, sagen wir mal so, wer kennt den Xiaomi nicht? Ja, ihr könnt posten, wer den Xiaomi nicht kennt. So, Fans of Dropkick Murphys, würde ich sagen. While on the road to Sweden, I haroo, haroo. While on the road to Sweden, I haroo, haroo. While on the road to Sweden, I stick in me hand and drop in me eye. An awful answer I cry, Johnny Hartley knew ya. We'll be right back.
with guns and drums and drums and guns. Hooroo, hooroo, with guns and drums and drums and the enemy never slew ya. Johnny, happy new year. I'm happy for to see ya home. Hooroo, hooroo, I'm happy for to see ya home. Ich hab's gehört. So, der nächste Song ist ein Mitmach-Song. Den kennt ihr, also alle Rogues-Fans kennen den. Alle können mitsingen, zumindest das Refrain. Normal spielt man immer so eine Viertelstunde. Aber gut, das müssen wir mal gucken, wie wir das heute machen. Soll ich mal ganz gucken hier? Ich habe eine Rückmeldung nach allen Posts, die gefunden sind. Alle kennen, also keiner kennt den Xiaomi nicht. Na, das habe ich mir fast gedacht. Alle kennen dich, Xiaomi. Das heißt, mach dir keine Sorgen. Ja. Und auch schon in Seligenstadt, die Hälfte der Menschen, die dort wohnen, kenne ich auch schon. Ne? Und der ganze Karnevalsverein, ganz bestimmt auch. So. Ja, ja, genau. Ja, genau. Liebe Grüße, liebe Grüße. Ja, genau, der nächste Song ist aus unserer Feder. Aus unserer Feder haben wir selbst geschrieben. Den hat der Patrick geschrieben. Der Patrick hat letzte Woche hier gespielt mit Ticket. Der spielt nicht, im Moment nicht bei uns, oder spielt nicht mehr bei uns. Nicht im Moment, er spielt nicht mehr bei uns. Aber die Songs sind natürlich gemeinsam entstanden und der nächste Song ist auch natürlich ein Rogues-Stück, der heißt Young Willy. Patrick! Whoa, 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 whoa,
Habt ihr geil mitgemacht. Astrein. Das habe ich genau gehört. Sehr cool, sehr cool. Das haben wir natürlich nicht geprobt. Aber hat geklappt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir haben 3.800 Zuschauer. Nein, 380 steht hier. 380 Zuschauer. 380 Zuschauer. Wir sind 380 Zuschauer. Das Lütz ist ausverkauft. Dankeschön. Nächstes Jahr machen wir Siegerhallen, würde ich sagen. Das geht hier im Lütz nicht mehr. Das ist so klein. Oder Open Air. Open Air Stream wäre cool. So im Sommer. Das wäre auch cool. Das würden wir auch gern machen. Sehr cool, sehr cool. Sehr gute Sache. Nicht vergessen, auf den Spenden-Button drücken. Auf den Spenden-Button. Nee. Nicht vergessen, auf den Spenden-Button drücken. Auf jeden Fall, das ist hier eine total coole Sache. Und es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir irgendwie die Kulturszene hier weiterhin aufrechterhalten, unterstützen und dass das irgendwie weitergeht. Also Leute, lasst knackern. Okay, für St. Pauli. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you away. For you stole Trevelyan's corn, though the young might see the morn. Now prison ship lies waiting in the bay. Lord, lie the fields of Avon Rye, where once we watched a small free bird fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing, so lonely round the fields of Avon Rye. By a lonely prison wall, Lord, lie the fields of Avon Rye, where once we watched a small freighter fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing, so lonely round the fields of Avon Rye. By a lonely harbor wall, she watched the land stop falling. As a prison ship sailed out against the sky, so she waited, hoped and prayed for a love in Bondi Bay. It's so lonely round the fields of Avon Rye. Ich höre euch doch jubeln. Mensch, Kerle. Wir haben ein paar Mal in Hamburg gespielt. In der St. Pauli-Kneipe auch. Das ist schon ganz schön cool, was da irgendwie abgeht um den Verein herum. Das
Es hat uns auf jeden Fall sehr, 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 ja, was soll ich sagen, sehr inspiriert auch. Sehr ab, ja, ne, abgeholt. Und wir waren da absolut am Start. Im Monkeys haben wir gespielt, genau. So. Schau mir immer noch keine Schuhe an. Was Neues aus dem Post. Die Manuela Sievert. Familie Sievert. Guck zu, Jona. Genau. So, wen haben wir denn noch hier? Sonja Hansel. Wer ist denn Sonja Hansel? Und hier steht übrigens Svenja Hansen. Sonja Hansel. Sonja Hansel. Sonja Hansel. Guckt mal mein Kollege Matthias Sanner auch zu, bin ich mal gespannt. Matthias, bester Kollege, Dankeschön für alles. Der Prompter läuft nicht. Hat mir geholfen. Nee, also Moment noch, ich muss noch kurz fragen, hier steht Sinn, S-I-N, Sinn, K, Punkt. Kannst du vielleicht für mich gleich ein kurzes Solo spielen? Bitte, Papa. Ich glaube, ich bin hier der Einzige. Deine Tochter, die Sina, die Zoe, ich habe keine Zeit. Ah, genau. Willst du ein Solo spielen? Spiel ein kurzes Solo für deine Tochter, ganz kurz, ganz kurz. Für die Zoe. Juhu! Am Schlagzeug Manu Brüssler! Geboren und aufgewachsen, genau wie ich, im schönen Salchendorf! Und zwar Salchendorf bei Deutz, nicht etwa bei Neuenkirchen. Im Johaland, hoch auf Salchendorf und auf die Würstekommission! Würstekommission, nächstes Jahr 100 Jahre. Ich bin dabei. Ich habe bei einer Würstekommission, bis ich 32 war, da bin ich eigentlich allein des Ältesten. Genau. Und ich bin auch mehrfach vom Wurst zu sammeln, leider erst morgens um 3 Uhr nach Hause gekommen. So, jetzt. ja, das sind Insider, alles klar. Alles klar. So, der nächste Song ist Irish Rover. In the year of the Lord, 1806, we set sail from the sea called Cork. We were sailing away with the cargo of brick from the Grand City Hall in New York. For the wonderful crowd in a ring for a night. No, the wine we drove home. He's a terror. The attendees had enough and they called her the Irish Rover. We had 1 million bags of the back sail wreck. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million tons of a blind horse's heart. We had 4 million barrels of bone. Barrels of fortune. We had 8 million things of an anecdote to check. And the hold of the Irish Rover. There was something you could who played hard on the flute. And the ladies went up for a tat. He wore 2 jewelry skirts, but he'd far make for a note. Cause he does have a filter as a pet. With smart big guitar, he was tongue on the wall. He rode dame thunder and all home. And he knew and he cut that he took out the stat. And he stayed in the hour. And the maids all broke out, and the ship puffed away in the fog. And the whale of a crew was it used as a tool, just myself and the captain so dark. Then the ship stuck a rock, Lord, what a shock! Both have a turn right over. Turned 9 times around, and a poor old dog was drowned.
gewibbelt. Wir spielen nicht Rose Tattoo. Tut mir leid. Er hat es hier gefordert, wir spielen es nicht. Und die Zoe hat geschrieben, danke, Papa. Moment. Hast du noch gar nicht vorgestellt, Emanuel. Bitte, Zoe. So geht das doch hier. Hans Polnick. Hans Polnick, auch Rose Tattoo. Nein, spielen wir nicht. So, wir spielen es nicht. Tut uns leid. Wir spielen den Song, das nächste Song, der uns den Namen gegeben hat. Und wir, das ist auch der letzte Song, den wir spielen. Bin ich mal gleich gespannt, wie das mit dem Zugabebrüllen hier funktioniert. Genau, der nächste Song, der hat uns den Namen gegeben, würde ich sagen. Genau, das reicht erstmal. It was raining, it's a falling down on me. And it's not a piece of town. Buy you a ticket, but I'll wake you up in the morning. At the time, I was working for landlord. I was the meanest bastard that you have ever seen. I lose a single penny, would be more for soul. With a big rainbow, mama, the bitch is buzzing. Ich höre noch zu wenig. Ich höre zu Hause zu wenig. Das reicht mir noch nicht. Könnt ihr das mal hier posten? Wenigstens eine Zugabe will ich hier gepostet sehen. Wie sieht's aus? Geht das noch? Postet mal bitte eine. Aha. Dong, 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 dong. Zugabe, 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 Zugabe. Oh. Hammer, 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 Hammer. Bong, bong. Oh, Internet kaputt. Internet kaputt. Zusammengebrochen. Zugabe, Zugabe. Frank Burmeister. Alles klar. So, okay. Zwei haben wir noch. Hom, Mandoline, Mr. Matze Mebold. Take a life or to shake the lights. Glimpse someone to give out.
Hey! Okay, ein Song noch, genau, weil Manu bricht alles zusammen. Alles springt zum Schlagzeug und hält den Meter 50 nicht ein. Ein Song noch hier. Ja, Leute, ich bin hier. Ich hab das hier im Blick. Riecht direkt Stress. So, wir danken euch, das war der Hammer. Ihr habt die Möbel rausgeschmissen, ihr habt unglaublich gepostet. Hammerkonzert, es hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ihr seid so super. Dankeschön. Habt einen schönen Abend. Wir entlassen euch mit, wie immer, mit dem letzten Song, den wir in Deutsch spielen und der auch so ein bisschen zeigt, wie wir so denken. Eines Morgens in aller Frühe. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Party Mann, in aller Frühe, auf unserem Bein. Eines Morgens, in aller Frühe, tanzen wir auf unserem Bein. Partisanen, komm, nehm ich mit euch. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Partisanen, komm, nehm ich mit euch. Denn der Bühnenkot ist da. Partisanen, komm, nehm ich mit euch. Denn ich spüre, der Tod ist nah. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bring mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh ihr Genossen, bring mich dann zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blumen, Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Alle Zeit der kleinen Blumen in die Berge bringt mich. Wow, Wahnsinn, The Rogues from County Hell. Ja, einfach großartig, was ihr hier gerockt habt. Wenn ich mir eins wünschen darf, dann wäre das noch ein weiteres Lied. Könnt ihr das leisten? Das wäre im Grunde genommen großartig, weil dann müsste dieser wundervolle Abend nicht mit dieser Abmoderation zu Ende gehen, sondern wir könnten wunderbar ausblenden, wenn The Rogues from County Hell ihr Finale spielen. Ihr zu Hause könntet nochmal auf den Spenden-Button drücken, wenn euch das hier alles gefallen hat und nach all den Kommentaren, all den tollen Dingen, die wir hier heute Abend gehört haben, war das ja wirklich ein super schöner und erfolgreicher Abend. Und wir hier hatten viel Spaß, ihr zu Hause hattet viel Spaß. Ja, ich denke mal, das Set ist jetzt tatsächlich zu Ende. Von daher könnt ihr jetzt ausschalten und allen eine gute Nacht von hier aus. Schönen Abend. Da kommen sie wieder. Super. Wunderbar. Wir haben die Abmoderation bis zum letzten genossen. Ja. Sehr gut. Viel genau. Spaß mit County Rogues. Jo. Gute Nacht. Wie County Rogues. Take me home. So, Moment.
Also das heißt, ihr blendet uns aus, das ist gut. Genau, also nochmal herzlichen Dank. Ich wollte mal gucken, ob hier noch was am Start ist. So die letzten Sachen. Ah, genau, die Rike hat sich gemeldet, Matze. Die Rike. Rike, guck zu in Breitenbach. So. Love you! Oh, ah, Achtung, jetzt kommt der Schauer mit Love You. Achtung, der braucht man nicht zu posten, der Rostos kann das nur rufen. Love You musst du rufen. Ich liebe dich! Roasted, du spielen wir nicht, Hammer und Roasted, du wollt ihr haben. So, ich mach ganz kurz hier mal was, was ist denn hier noch am Start? Ihr wart der Hammer. Eva, ganz lange Fan von uns. Danke, Eva, dass du zuhörst. Vielen Dank, ihr seid mega, Herzchen. Like nicht vergessen. Steht da noch ein Song? Bye bye, kurz, aber geil. Wir sind noch gar nicht fertig. Scheiße, da muss ich den Virus geben, dass ich euch mal sehen kann. Klaus Mertens, oh, der Klaus. Haha, der Klaus. Bamberg oder so, glaube ich. Ja, irgendwie. Ja, genau. Klaus, da muss der Corona kommen. Und so. Ja, du hier nie. Hättest du ja vorher mal kommen können. So. Wir hätten auf 40 Jahre, wie ihr schon gesagt, 40 Jahre VW gespielt, hättest du bestimmt geschaut. Das fällt ja auch aus, wie so vieles. Das ist ein totaler Kack. Deshalb ist es total wichtig, dass wir ganz viele Aktionen unterstützen und vor allen Dingen natürlich den virtuellen Hut. Martin unterstützen und alle, die hier waren, Dankeschön für eure Arbeit. Ihr macht das alle ehrenamtlich. Wir haben gern für euch gespielt. Bitte? Genau, ich will noch, genau, Phil aus dem Vortext, mein Freund. Virtuelle Bier im Vortex, also vergesst nicht das Vortex, vergesst nicht die Subkultur, vergesst nicht. Es gibt eine ganz große Szene in Siegen, immer schon, die heißt es zu unterstützen und die heißt es natürlich auch am Leben zu halten und deshalb gebt euer Bestes. Was? Schau mir hat mich aus dem Konzept gebracht. So, genau, so letzter Song für euch und dann plättet ihr uns aus und dann sind wir auch weg. I'm going, the stream's always whiskey afloat.